jeder, der ein bisschen über das Problem nachdenkt, weiß, das Problem ist nicht mittelgroß und nicht groß, sondern es ist gigagroß. Es ist gigantisch groß. Und in so einer Situation muss man alles einsetzen. Wenn Sie einen großen Waldbrand haben, da rücken auch alle Feuerwehrautos aus. Da haben Sie auch ein paar Feuerwehrflugzeuge und von mir aus Feuerwehrschiffe. Und Sie werfen alles in die Schlacht, was Sie haben, um den Waldbrand zu löschen. Und genauso ist es mit dem Klimawandel. Wir müssen alles, was wir haben, in die Schlacht werfen. Für mich ist rechtlich eins wichtig. Wir befinden uns beim Klimaschutz nicht mehr im Bereich der Vorsorge. Wir sorgen nicht vor für irgendeine Situation, wo wir nicht wissen, ob sie vielleicht eintritt. Wir befinden uns in einer Situation, wo der Gesetzgeber und auch die Ländergesetzgeber eine Verpflichtung haben, uns, sie alle, zu schützen. Ökologisch-soziale Marktwirtschaft ist eben mehr als die soziale Marktwirtschaft des letzten Jahrhunderts. Das war eine große Errungenschaft, Menschen aus der Armut wieder in die Gesellschaft zurückzuholen. Aber jetzt kommt es darauf an, aus der Marktwirtschaft auch eine zu machen, die die Natur verträgt und die Natur erträgt. Und davon sind wir weit entfernt. Natürlich kann auch ein Bundesland ganz eigene Steuerungen in die Hand nehmen. Es ist eben die Frage, ob man mehr Straßen baut oder mehr Schienen baut. Es ist eben die Frage, ob man mehr Braunkohle verstromt oder aus erneuerbaren Energieträgern den Strom produziert. Und es ist eben auch die Frage, ob man das Ehrenamt honoriert oder nicht. Die Regelungswirkungen der Raumordnung haben sich in den letzten 10 Jahren doch erheblich erweitert. Und meines Erachtens nach kann man ohne weiteres in der Landesplanung durch die ausschließliche Festlegung von Bestandsstandorten, gegebenenfalls sogar mit maximaler MW-Zahl, um zu verhindern, dass neue Blöcke ausgewiesen werden dort, am Standort Boxberg zum Beispiel, faktisch neue Kohlekraftwerke in Sachsen verbieten.